So, jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 69. Das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu den Petitionen. Hier hat die SPD mitgeteilt, dass sie eine ganze Reihe von Petitionen getrennt abstimmen möchte. Das betrifft einmal die Petitionen zu den Straßenausbaubeiträgen mit den Drucksachennummern 4/20, 261/20 und 570/20. Also, wir sind jetzt in dem Verfahren. Ich bitte um Ruhe, sonst kann man das nicht ordentlich durchführen. Zweitens betrifft es in einem zweiten Block die Petitionen zur Berufseinstiegsbegleitung. Ich lasse jetzt aber erst einmal abstimmen die Beschlussempfehlungen. Also Günter Rudolph und ich sind ja immer beieinander, waren mal kurz auseinander, sind jetzt aber wieder beieinander. Deswegen nur zur Vergewisserung: Wir bestimmen hier die Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses ab. Und ich lasse zuerst abstimmen die Beschlussempfehlungen zu den Straßenausbaubeiträgen 4/20, 261/20, 570/20. Wer für die Annahme ist, der Beschlussempfehlung, wer der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das ist CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die SPD, Linkspartei und FDP. Damit ist der Beschlussempfehlung zugestimmt. Ich lasse weiter abstimmen über die Petitionen zur Berufseinstiegsbegleitung 246/20, 618/20, 619/20, 620/20, 621/20, 622/20, 672/20, 814/20, 829. Wer für die Annahme der Beschlussempfehlung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist gegen die Annahme? Das ist also für Annahme war CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Gegen die Annahme ist die SPD, die Linkspartei und die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Es enthält sich der Stimme die AfD. Damit sind die Beschlussempfehlungen angenommen worden. So, jetzt haben wir noch die restlichen Petitionen in der Drucksachennummer 20. Leute, also wenn nicht absolute Ruhe ist, müssen wir unterbrechen. Wir haben jetzt viele Abstimmungen vor uns, und da muss jetzt absolute Ruhe hier sein. Wir haben dann die Drucksachennummer 20/1625. Das sind die restlichen Petitionen und die entsprechenden Beschlussempfehlungen. Wer diesen Beschlussempfehlungen zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU, von Bündnis 90 Die Grünen, der SPD, Linkspartei, FDP und AfD. Damit sind die Beschlussempfehlungen zugestimmt. Damit haben wir den Block Petitionen und Tagesordnungspunkt 69 abgestimmt. Jetzt haben wir die Beschlussempfehlungen und die Berichte vor uns. Ich würde jetzt erstens vorschlagen, dass wir auf die Berichterstattung verzichten. Das ist okay. Zweitens würde ich vorschlagen, dass ich nur die Tagesordnungspunkte aufrufe und verzichte, das Ganze alles hier vorzulesen, und lasse dann die Beschlussempfehlungen abstimmen. So machen wir es. Also, bitte. Kann ich dazu aufrufen? Alles klar. Tagesordnungspunkt 37, Drucksachennummer 20/586/20254. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. AfD, CDU, Grüne. Wer ist dagegen? SPD, Linke, FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 39. Dazu gehören noch 40 und 41. Ich rufe sie einzeln auf. 39 ist 20/830 zu 20/789. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist AfD, CDU, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linkspartei, die SPD und die FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 40, 20/831 zu 20/721. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. AfD, CDU, Grüne. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, Linke und FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 41, 20/832 zu 20/819. Wer für Annahme ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU und FDP. Wer ist dagegen? Grüne. Entschuldigung, Grüne. Wer ist dagegen? Das ist die SPD und die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Ist die AfD und die Linke. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 42, 20/1195 zu 20/1095. Wer für Annahme ist, bitte ich um das Handzeichen, ist die AfD, die CDU, die Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, Linke und FDP. Damit angenommen. Tagesordnungspunkt 44, 20/1401 zu 20/1344.
Wer für Annahme ist, nämlich um sein Zeichen. CDU und Grüne. Wer ist dagegen? SPD, Linke, AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP damit angenommen. Tagesordnungspunkt 61, 201607 zu 201100. Wer ist dafür? CDU und Grüne und SPD und Linke. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP damit angenommen. Jetzt sind wir bei 62, ne? Ja, 62 ist 201608 zu 201411. Wer ist dafür? CDU, Grüne. Wer ist dagegen? SPD, Linke, FDP. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD damit angenommen. Tagesordnungspunkt 63, 201614 zu 205664. Wer ist dafür? CDU und Grüne. Wer ist dagegen? Die SPD und die FDP, wer enthält sich der Stimme? Die Linkspartei und die AfD damit angenommen. 64, 201615 zu 201412. Wer ist dafür? CDU und Grüne. Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD, Linke damit angenommen. 65, 201616 zu 201415. Wer ist dafür? CDU und Grüne. Wer ist dagegen? AfD, SPD, Linke. Wer enthält sich der Stimme? Die Was habt ihr gemacht? Ihr wart dafür. Damit ist angenommen. 66, 201621 zu 201420. Wer ist dafür? CDU, Grüne. Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD, Linke. Damit angenommen. 67, 201622 zu 201422. Wer ist dafür? CDU und Grüne. Wer ist dagegen? SPD, Linke, wer enthält sich der Stimme? AfD und FDP, damit angenommen. 68, 201623 zu 201471, wer ist dafür? CDU und Grüne, wer ist dagegen? Die SPD, die Linke, die AfD und die FDP, angenommen. 76, 201659 zu 201423, wer ist dafür? CDU und Grüne und SPD, wer ist dagegen? AfD, FDP, wer enthält sich der Stimme? Ist die Linke damit angenommen. 77, 201660 zu 201222. Wer ist dafür? Das ist die FDP, die CDU, die Grünen, die SPD, die Linkspartei. Wer enthält sich der Stimme? Ist die AfD damit angenommen. Dann haben wir noch 78, das ist 201661 zu 201592. Wer ist dafür? Das ist die CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist, wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD, die FDP, die Sozialdemokraten und die Linkspartei. Damit angenommen. Damit sind wir hier erst einmal durch. Ich bedanke mich sehr dafür. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Ganz zum Ende will ich nur noch mitteilen, dass im Anschluss an die Plenarsitzung der Innenausschuss im Sitzungsraum 501a zusammenkommt. Ich bedanke mich, schließe die Sitzung. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr in alter Frische wieder.